Hallo und willkommen zum Nürnberg-Vlog-Tagebuch. Ich stehe hier gerade vorm Bahnhof, ist ein bisschen dunkel, deswegen drehe ich mich einfach mal um. 5.30 Uhr geht gleich los Richtung Nürnberg. Ich werde mich mit Sonja im Zug treffen, dann werden wir nach Nürnberg düsen. Sollen um 8:30 da sein, so war die Bahn uns irgendwie dahin fährt ordentlich. Und dann werden wir mal von Nürnberg berichten. Ich werde mir jetzt erstmal was zu essen organisieren. Bis später. Rosinenbrötchen. Hashtag Team Rosinen. So muss sowas aussehen. Und das wird jetzt erstmal reingepfiffen. Und im Zug gibt es dann den Nachtisch. So, wir sind kurz vor Nürnberg. GCE, weiß ich nicht, welche Nummer, ist auch egal. Ich habe die Sonja gefunden, die sitzt da. Hi. ja, kurz vor Nürnberg. Du musst mir gleich den Weg zeigen. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin? Gut. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Irgendwo. Ich bin heute nur der Wurmfortsatz von Sonja. Hab mich nur rangezeckt, haben wir wieder das Thema. Mal gucken, was der Tag so bringt. Und guck mal, das war's. Und so schlimm ist das gar nicht. Ganz genau. Tschüss. Bis später. So, wir rüsten uns gerade für den Eingang. Sonja, siehst du echt klein aus hier. Ich bin nochmal klein, ich stehe dazu. Wir rüsten uns hier für den Eingang, geht gleich los. Ticket ist in der Hand. Sonja hat es auf Papier. Elektronisch. Ja, ganz modern. Mal gucken, ob ich damit durchkomme. Ob du damit durchkommst, das werden wir jetzt gleich sehen. Bis gleich. So, ich habe ihn gefunden. Moment, jetzt bist du scharf. Jetzt bin ich scharf. Ich habe ihn gefunden in seinem natürlichen Habitat hier. Natürlich, nee, ich bin nicht im Meetingraum. Ich bin gerade auf dem Weg zwischen zwei Meetingräumen. Als rasender Reporter ja nicht mehr. Rasender, was ist das dann eigentlich? Du weißt, wo wir langlaufen, oder? Ich weiß, wo ich langlaufe. Okay. Ich hoffe, du weißt auch, wo ich langlaufe. Ja, wie geht's dir? Gut, sehr gut. Ich bin in guter Laune, ich habe viel Freude, ich habe viel Spaß. Das war mein Interview hier. Genau. Oh Gott, jetzt treffe ich das. Das ist jetzt gerade Arne unterwegs fürs Logbuch? Ja. Ja, ist doch super. Ja. Also ich bleibe den Bretter bis dann noch ein bisschen erhalten. Ich hoffe, ich habe die Sonja nicht verloren, doch die ist auch noch da. Die ist auch noch da, genau. Ich bin hinter dir. Genau, du bleibst erhalten. Genau, habe auch schon wieder ein paar Interviewanfragen gemacht etc. Mal gucken, hier lang. Hier lang. Geht schon in die falsche Richtung. Ah, gut, wir holen jetzt das Aufnahmegerät ab, damit es noch einen Podcast irgendwann gibt. Genau. Oder gegeben hat. Ah, Stress hier. Gut, bis später. So, kurz vor sechs. Halb sechs. Sonja checkt nochmal zuletzt ihre Pläne, ob wir jemanden vergessen haben. Haben wir jemanden vergessen? Wahrscheinlich. Ah,
nicht bei Plan B, aber die habe ich auch irgendwie nicht gesehen. Doch, ich habe die gesehen. Genau. Füße sind ein bisschen platt, habe ich so das Gefühl. Ja, auf jeden Fall. Ja. Mal gucken, wir machen ja nochmal einen letzten Rundgang und dann geht es wieder Richtung Bahnhof. Nochmal ein Essen, das ist heute irgendwie ein bisschen kurz gekommen. Ja. Der Kuchen von NSV hat ganz gut geschmeckt. Ich nehme deinen auch gerne ab. Nein, ich nehme den mit nach Hause. Bis dahin, bis später. So, schon wieder. Ja, das war's. Ja, reicht wir auch. Wir stehen am Bahnhof in Nürnberg, werden jetzt gleich, ich weiß gar nicht, 10 Minuten nach Göttingen düsen. Der Plan ist, einen Sitzplatz irgendwo zu finden, wo wir einen Podcast aufnehmen. Mal gucken, wie gut das klappt. Wir wollen noch nichts versprechen. Vielleicht mache ich nachher in Göttingen noch mal ein kleines Video. Hast du irgendwas, was dich jetzt irgendwie... Sonja ist ganz happy, dass genug Escape-Raum-Spiele, nee, Exit-Games, nee, wie heißt denn der korrekte Begriff? Escape-Raum-Spiele. Nein, du musst ja einen deutschen Begriff dafür nehmen. Rätselspiele. Okay. Rauskommen und dann... Und ich bin auch ganz froh, dass sie alle gar nicht direkt nach der Messe oder auch jetzt noch gar nicht verfügbar sind, weil die kommen schön in moderaten Abständen, sodass wir noch alle... Februar, März, April, Mai... Ja, da ist immer was dabei. Bis zur BerlinCon wahrscheinlich. Jeder Verlag hat was. Meine Eindrücke muss ich, glaube ich, gleich nochmal sammeln. Mache ich, glaube ich, dann nochmal im Auto nachher. Ich packe jetzt nämlich die Kamera ein. Habe ich keine Lust. Füße tun weh. Gegessen haben wir gerade was. War eher schlecht als recht, aber... Hauptsache es hilft. Hauptsache es hilft. Bis später. So, Feierabend. Bad Story, würde ich sagen. Gerade komisch angeguckt. Nein, ich habe jetzt keine Lust mehr auf Video. I'm signing off. Bis morgen. Ich bin fertig. Macht's gut, tschüss.